Herzlich willkommen zur ersten Folge von Buschka entdeckt Deutschland. Wir sind heute in Bad Kissingen und das ist die Robert-Bosch-Straße Nummer 20. Und von hier aus geht es jetzt einfach los und wir schauen, welche Geschichten des Lebens auf uns warten. Buschka entdeckt Deutschland, Buschka entdeckt Deutschland, live und direkt, alles drin, alles da, was hält sich heute versteckt, Geschichten des Lebens, gleich vor deiner Haustür, das Leben liegt draußen, aufstehen und raus hier. Deutschland entdeckt Buschka, Buschka entdeckt Deutschland. Jan, was möchtest du haben? Wir machen 50-50. Mittels einer Teilungsfrequentierung. Da ist eben ein Apfel vom Baum gefallen und Jan sagt, vielleicht war das ein Zeichen, wir müssen diesem Apfel folgen. Schaut, der Apfel! Der Jan hat mir ja eine... Wie heißt das? Jan. Ja, was? Der Jan. Der Jan hat mir eine pinkfarbene Flüssigkeit zu trinken gegeben. Da bin ich erst hier aufgewacht und so ist eigentlich auch das ganze Konzept. Dass man sich in eine Wonder World, ein Wunderland, entführen lässt. Traumhaft. Bad Kissingen muss man bei Rot gehen, weil es wird niemals grün. Also, das haben wir jetzt mit dem Computer nachbearbeitet. Ja, ist schon wieder rot. Gib mir mal eine Kamera. Ich finde Friedhöfe ziemlich romantisch. Mhm. Warum? Weil man alleine ist, weil man seine Ruhe hat, weil man überlegen kann, knutschen kann. Boah. Boah. Das ist absolut schrecklich. Guck mal da. Ich bin eben von einer Passantin hier angelächelt worden und will das jetzt mit einer Rose quittieren. Komm mal mit. Röslein auf der Heide. Wie kommen Sie aus Polen? Wo sind wir bei Polsku? Jestem mi Jerzy Buszka? Janina Adolf. Janina. Dzień dobry, Janina. Was gibt es hier zu entdecken in der Stadt? Ach, im Stadt ich noch arbeite, aber neben weit ist Kreuzweg, wo ich schöne Bier oder Berge auf Wasserkuppe kann man laufen. Was machen Sie denn? Ah, ich spiele im Café Kaiser. Sie spielen? Was spielen Sie? Alles. Ach, spülen. Meistens im Küche, in Gastronomien arbeitet ausländische Leute. Gut bezahlen Arbeit, nicht schlecht. Ich bin sehr zufrieden. Welchen Kontakt haben Sie mit den Leuten, die hier leben, mit den Einheimischen? Ich bin vom Charakter so Mensch, ich rede mit jedem. Mit jedem Mensch, mit jungen Leuten, mit älteren Leuten und ich glaube mit jedem. Mit ausländischen Leuten, wir haben vom Kaffee Kaiser gerade neben türkischen. Er ist auch sehr nett Mensch. Auf Geburtstag mir schenke meine schon was, von türkischen kriege auch was, von meiner Kollegin Arbeit. Ich rede mit jedem, ich bin sehr zufrieden. Ich bin wie ich bin. Das ist das Wichtige. Was das Beste so. Das Wetter. Danke schön. Eine große deutsche Zeitung. Nein. Was machst du? Ich weiß nicht. Ich habe gesagt, ja. Was machst du? Ja, ist doch egal. Schönen Tag noch. Wir haben das Regelgenehmigung von der Chefin. Die Chefin kommt sofort, dann lässt sie durch. Wollen Sie mitmachen oder nein? Ich habe mich gerettet.
Ich hatte gedacht, nur der Arbeit bleibt. Jetzt ist er verschwunden. Okay. Dann ist, so ist das. Tschüss. Oh, da, hier Pferde.